Er schießt. Nee. Mann, der stellt sich nicht schräg, der Armleuchter, der hässlich Dumme. Ich will jetzt mal was probieren, ob ich hier vielleicht safe bin. Nee. Okay, das wollte ich jetzt mal austesten. Ich habe ja gedacht, vielleicht gibt es ja hier irgendwo eine Position, wo einen nicht trifft. Okay, wir gehen jetzt mal hier rauf. Wir können nicht reinfallen, das haben wir jetzt rausgefunden. Das ist schon mal viel wert. Wenn er wenigstens schießen würde. Sorry. Wir haben schon zwei, dreimal getroffen. Das kann nicht falsch sein. Ich Vollhorst. Ich lade diesen beschissenen Superschuss auf und der Arsch schießt dich. Ist schon ärgerlich. Ja, oh ja, wirklich, das ist... Oder nein, wenn er mal schießt, dann schießt er sonst wohin. Ey. Es nervt. Ich habe das dumme Gefühl, das war es immer noch nicht, auch wenn wir diese Kanonen weg haben. Ich habe irgendwie so ein saudoof, dummes Gefühl. Wieder nicht geschossen. Jetzt piepst das wieder so, das lenkt ab. Das nervt. Ich krieg hier gleich einen Vollanfall. Ich hasse diese Endgegner bei diesem Spiel, die sind so scheiße. Schön, dass er dort schießt, ne? Würde ich mal so behaupten.
Ich gerade, ich war jetzt wieder zu sicher. Okay, wir werden auch nicht speichern. Nee, ich glaube, wenn wir einmal getroffen sind, brauchen wir gar nicht mehr weiterzumachen, weil ich habe das böse Gefühl, dass wenn wir den weg haben, dass er nochmal kommt. Wisst ihr was, wir machen das nochmal. Langsam wird's hier. Ah, jetzt hab ich mir zu lange gewartet. Uiuiui. Okay, kommen wir hinüber. Die Taktik ist eigentlich ganz gut. Hier renne ich bloß wieder mit meiner eigenen Dummheit rein. Lieber, wir haben Zeit. Wir haben ja keinen Stress. Moment, ich möchte nochmal hier rüber, nämlich speichern. Sieht schon ganz gut aus, aber dadurch, dass wir so wenig Lebenspunkte haben, dachte ich mir, wir speichern jetzt immer mal ab. So, okay, wir kommen wieder rüber. So, wieder rüber. Upsala, so war auch knapp. Ach, Strudel. Na, ja, warten wir mal. Da warten wir lieber mal kurz, ne? Ja, Freunde, ich sehe. Weil der kommt jetzt 100% nochmal. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen, dass er jetzt nochmal kommt. Ich sehe es kommen. Ich hab's doch gehofft. Schon wieder geschlagen. Aber ich finde es nicht. Einmal still zu haben oder hege einen, ich guck mal ganz kurz, wie ich weiter lese. Groll. Du bist aber lieb. Gut gemacht, liebendes Kind. Das wäre ein guter Kampf. Aber ich gebe dich auf, Geister sterben nicht. Ich habe alle Zeit der Welt. Eines Tages werde ich ein Geist aus dir machen. Bis dann, ciao. Okay, na gut, da geht ja mal. Muss ich echt mal so zugeben. Ah. Okay, da war gar nicht mal so schwer jetzt. Auf alle Fälle wäre es auch schön, wenn wir ein bisschen Lebenspunkte kriegen würden. Ah ja, Demisid-Maske erhalten. Okay, da geht aber mal ganz angenehm. Da war ja nicht schwer, weil man konnte seine Position bestimmen. Da hat er nicht getroffen, das ging ja. Auch wenn ich mal wieder etwas gemeckert habe. Aber das ist ja, ihr müsst euch dran gewöhnen. Ich meckere halt gern. Mission 5. Ding. So, wir dürften alles gefunden haben. Rang 11. Das wurde immer schlechter. Fuck you. So, aber die Chats haben wir doch alle, oder? Moment. Das ist es. Da. Yeah, baby. Ein Riff erhalten. Ein Leben. Ah, wieder voll. Oh, geil. So, schön. Gefällt mir. Bin ich recht begeistert. Ich speichere nochmal, bevor ich jetzt mich hier wieder in meinen eigenen Tod stürze. So. Ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen, muss ich öffentlich zugeben. So.
Können wir irgendeine Abkürzung hier? Können wir hier irgendwie leichter runter? Oder müssen wir jetzt hier wieder alles... Ja, da muss man diesen blöden Geist so viel Geld in den Arsch stöpfen. Ich habe gedacht, das kriegen wir wenigstens wieder. Aber nö, schade. Geht sterben. Ich habe jetzt eine Magnum. So, zumindest haben wir jetzt eine Magnum gefunden. So, als nächstes bestimmtes Action. Mein Schuss. Ich will jetzt Magnum behalten. Finde ich cool. Ah, die Bohrer will ich nehmen. Dreh dich nochmal, dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal. Nochmal. So. Die Bohrer sind nämlich gut, die machen nämlich hier in One-Hit-Kill. Boah, Mensch! Dafür sterbt ihr alle! Dafür werdet ihr brennen in der Hölle! Ja, das mit den Superschuss finde ich scheiße, weil man kann den aufladen, aber dann hier bricht er einfach ab, wenn man loslässt. Das ist schon ein bisschen blöd. So. Bin ich jetzt eigentlich richtig? Upsala. Wir wollen ja nichts verschwenden, Freunde. Wir wollen ja nichts verschwenden. Aber ich glaube, wir haben es wirklich geschafft, alles zu finden, ne? Das finde ich cool. Sind es doch selber ein Idiot. Dissa! Ja, ich weiß, alles, was ich... Boah, ihr wollt nicht... Ey, wollt ihr mich jetzt hier verarschen, ihr kleinen Wichser? Na klar, jetzt bin ich durchgelaufen, ohne dass er es aufsammelt. Ich manchmal. Liegt nicht Kotzkrämpfe bei dem Spiel. Na komm doch her, du Arsch! Ich kann schräg schießen, du Vollhorst nicht! So, zwei Treffer, vier Punkte weg. Ist auch nicht ein Witz. Oh, scheiße, diese. Ja, stirb. Alle bringe ich euch um, ich schreite euch zu Tode mit meinem getreuen Esel Ferdinand. Oh nein, ich bin doch hier falsch. Ach Mann, sind die Arschgänge aber doch da. Ich will dorthin. Komm ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Ja, jetzt löst sich doch mein Wohlgefallen auf. Danke. So. Dann schwimm wieder zurück. Ach, weiß nicht. Ich wollte eigentlich mal rüberschwimmen. Vielleicht ist da drüben ja noch irgendwas. Nein! Es ist ein Horst. Hey, Horst! Oh, nerv. Nee, das ist nix. Gut, war's nicht die Mühe wert. Schade. Hallo, Moment mal, da drüben hat doch gerade was geblinkert. Mann. Hallo. 200 Dollar. Naja, besser als nix. Die erwischen, ey, da kannst du mit dem Arsch Fliegen fangen, echt. Was sind denn die für eine Reichweite? Nein, nein. So. Wir gucken erstmal jetzt hier noch ein bisschen rum, vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Okay, das ist die alte. So gut, gehen wir mal zurück ins Dürflein. Und holen wir unsere Belohnung ab. Upsi. Wir sind jetzt in Reichweite. Das wird immer weiter. Das ist unfair. Unfair, unfair. Na, mach dich doch mal hier rauf. Ja, ich möchte bloß mal schauen, vielleicht kommen wir nämlich hier. Hier, ne? Ne? Hm, ne? Vielleicht kommen wir nämlich hier an die Kiste ran, ne? Die hier drüben war, ne? Oh, Arschloch. Nee, kommen wir nicht. Schade. Muss es doch einen Weg geben. Gibt's doch nicht. Da muss es doch ein Wegelein reingeben. Ja,
gewagt. Also klasse, ich durchgeschossen. Hallo, hör mal hier. Mensch. Ja. Ach, Mann. Gib mir die Muni, weißt du. Ja, ja, egal. So, ihr wollt ja bloß das. Upsa. Blödes Schwein, sau blödes. Ne, war kein Schwein. Komm schon ran, komm schon. Ah, was ist denn hier? Ich will halbe. Ach Mann. Ach nein. Los, mach mich auch nochmal irre. Hä? Stufen? Ach, ja, ich muss ja auch. Sorry. Sorry, Freunde, sorry. Auch so ein Pro-Gamer wie ich kann sich mal täuschen. Ein Pro-Gamer. Das ist ja schon der Fliege hier. Kann man die. Ach, noch nix. Kann man die vielleicht fangen? Hallo, können wir mit denen reden? So, wir reden nochmal mit dem mal kurz. Ich habe immer noch keinen Weg gefunden, um ihr Hauptquartier anzugreifen. Gib mir etwas Zeit, klar. Es gibt sicher einen Weg in Gebirge nicht. Gehen wir erstmal hier rüber. Ja. Howdy, Partner. Ich bin's. Ja, wir gehen erstmal zum Sheriff und holen uns unsere Belohnung. Hi, Sheriff. Was? Du hast einen weiteren Boss besiegt? Unglaublich! Nun denn, hier ist dein nächstes Ziel. Nun sind die einzigen übrigen Demisids Unterschlüpfe in zwei nördlichen Türmen. Der Steindom ist durch eine elektrische Barriere geschützt und es gibt keinen bekannten Weg zum Holzturm. Es sei denn, du kannst Wasserfälle hochschwimmen. Das ist problematisch. Ja, also das habe ich schon gefunden in der Aufnahme, die mir leider abgeknuspert ist. Also ich weiß schon, wo wir hin müssen und wie wir zu diesem Elektrozaun kommen. Peggy. Wow, Jack. Das macht mich richtig kribbelig. Das sind 1400 Kopfgeld auf Suzuki gehört dir. Ja, Baby. Peggy, ich habe dir doch schon das Geld gegeben, oder? Ich will mehr. Hallo Zuckerschnude, na meine süße kleine Maus. Hallo? Ich könnte schwören, entschuldige, mach dir keinen Kopf. Hat unser chinesischer Mitmensch was für uns, nö? Miau, danke für Vorbeischnauen, ich freue mich mal wieder mit dir zu plaudern. Du Leidl, hab ich nicht zu verlaufen. Schau mal wieder allein. Saloon? Nein. Wir wollen nicht in den Salon. Wir wollen neue Waffen lernen. Gulubatsch. Nun, wie wäre ich, wenn ich dir beibringe, wie man ein oder zwei Waffen einschätzt? Alles klar, lass mich dir beibringen, wie man eine Monster benutzt. Okay. Du hast erlernt, wie man einen Morgenstern benutzt. Ein Ball aus Eisen mit Stacheln. Das wird den Gegner ganz schön wehtun. Halte den Knopf gedrückt, um ihn schnell und schneller zu schwingen. Wenn dich fiese Typen umzingeln, zerschmettere sie. Yeah! Was zum... Ich habe dir alle Waffen künftig gezeigt, die ich kenne. Was soll ich jetzt nur tun? Was du? Ich habe dir alle Waffenkünste gezeigt, die ich kenne. Was soll ich jetzt so tun? Ja, wir haben ja noch einen, wo wir auch noch hin können. Er hat uns bestimmt auch was beibringen kann. Wir gehen jetzt mal nach Hause und schlafen eine Runde. Na, Alter. Guckst du, hä? Glotzeblöd. Hey, ich hab 6000 Dollar einstecken und du hast nichts, nichts. Hast alles aus mich geworfen, du Arschloch. Sehr schön, ja. Das macht mich stolz, mein Junge.
Ach, ich habe deine Vater noch nie so glücklich gesehen, nicht mal wenn wir beischlafen. Miteinander betreiben, mein Sohn. Ab ins Bett. Ja. So, haben wir wieder was geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich hoffe natürlich 5 Sterne haben. Puff. Fertig. Schön. Freut mich. Ich hätte nie gedacht, dass man den mit den 3 Lebenspunkten noch niederschmettern. Hätte ich nie gedacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.